Heizlich. Leute, gerade den allerersten Coaching-Call gehabt, wo nicht ich gecoacht wurde, sondern wo ich gecoacht habe. Ultra interessant, macht mega Spaß. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt über die Wochen entwickelt. Ich mache das jetzt immer so, dass ich immer Montag um 14 Uhr ich immer Skype mit der Linda, die ich coach. Und ja, bin gespannt, wie es wird. Aber was ich jetzt gerade, was mir gerade mal ultra präsent geworden ist. Ich bin ultra unzufrieden mit meiner Performance. Ich bin gerade einfach an so einem Punkt, wo ich sage, hey, ich kann so viel mehr machen. Ja, ich habe es mit dem Seminar super gemacht und so weiter, ich bin produktiv, ja, alles toll, aber ich kann es noch so viel besser. Und das ist gerade so ein Punkt, wo ich sage, hey, es kann nicht sein, dass du irgendwo nochmal 20 Minuten irgendwie einfach wegpisst, ja, weil je proaktiver du dein Leben gestaltest, desto aktiver du lebst, je mehr Aktionen du da alles reinsteckst, desto mehr Energie hast du grundsätzlich auch für alle anderen Dinge. Und ich will einfach viel mehr aktiver leben, einfach lebendiger, noch lebendiger. Deswegen bin ich gerade ein bisschen... Deswegen geht es jetzt sofort weiter, weil ich habe eigentlich keine Zeit mehr. Ja, ich möchte eigentlich gleich jetzt zum Laufen und zum Mountainbiken gehen, weil da meine Abendroutine schon anfängt. Und ich hasse das einfach, wenn ich am Abend dann, ich hatte so einen Durchhänger und wenn ich dann wieder die Motivation bekomme, dass ich dann nicht mehr so viel Zeit habe und quasi schon meine Abendroutine machen muss. Und das ist sowas, was ich immer so ankotze. Deswegen mache ich jetzt schnell noch ein paar Quotes, uploade den Vlog. Nee, ich uploade den Vlog gleich, weil ich dafür schon fast keine Zeit mehr habe. Ich uploade den Vlog gleich und dann plane ich morgen mal für morgen dann den Tag mal richtig gut. Und dann greif mir einfach an, weil dann geht's schon zu Christian Bischoff am Freitag. Habe ich schon erwähnt, dass ich zu Christian Bischoff fahre? Oh mein Gott! Und weil ich genau eben sowas nicht mehr haben wollte und einfach viel klareren Plan davon haben möchte, wie und was ich wann zu tun habe, damit ich maximal durchziehen kann, vor allem auch, wenn mein Studium jetzt ansteht, habe ich mir jetzt einfach mal einen Plan gemacht für die Woche. Das habe ich schon länger, aber diesmal habe ich es einfach noch vollkommen geupdatet und noch besser gemacht, weil wie gesagt, durch mein Studium, ihr seht schon, ganz, ganz viele Gründe fürs Lernen, verändert sich so viel, aber ich brauche einfach eine klare Struktur, damit ich wirklich das auf dem Niveau weiter so machen kann. Hat sich bei mir eigentlich seit ich 16 bin angebahnt. Also ich habe ja immer sehr intensiv Triathlon gemacht und habe dann irgendwann, habe mit 16 glaube ich aufgehört, weil ich in der Vorbereitung irgendwie 5 Mal hintereinander krank war und dann ein bisschen die Motivation verloren habe. Erstens finde ich, dass es ultra geil aussieht mit der Tastatur und den Handschuhen hier. Aber, um das aufzuklären, ich habe einen extrem niedrigen Blutdruck und deswegen sind meine Hände sehr schnell kalt. Also der ganze Körper, der Hauptteil des Körpers ist sozusagen warm, aber meine Hände oder beispielsweise auch meine Füße werden sehr schnell kalt. Und als Kurzlösung habe ich mir diese Fahrradhandschuhe genommen, die wir vom Triathlon hier da haben.
Und mit denen arbeite ich jetzt hier und es geht super. Das fühlt sich so geil an, das ist so nice. Jetzt geht's aber erstmal zu Christian Bischoff. Morgen. Morgen geht schon los. Nach Bielefeld. Ich bin ultra excited, um Raphael, Kani und die Jody zu treffen. Bin mega gespannt, wie es wird. Ich freue mich schon ultra drauf. Aber jetzt geht's erstmal los zum Packen.